Wir sind hier im Ilztal an der Nahtstelle zwischen Bayerischem Wald und Donautal, was die Gegend so einzigartig macht, denn hier gibt es eine besondere Mischung aus Tieren des einen Raums, aus der Donau einerseits und aus dem Bayerischen Wald andererseits. Auch der Blick in die Ferne macht schon abwechslungsreich die Waldgemeinschaften ausfindig. Hier oben die Felsen, karger Bewuchs, während hier etwa Bergmischwald schon auf der Rückseite ist mit Tannen und niedriger Temperatur, hoher Feuchtigkeit über das ganze Jahr hinweg. Das hat unserer Ilzschleife, diesem einzigartigen Geotop, den Titel eingebracht eines FFH-Gebietes, eines Flora-Fauna-Habitats mit europäischer und nationaler Bedeutung. In diesem beschaulichen Tal ist geplant, eine Nordtangente einzurichten, eine Verbindung von Ost nach West. Und während in den letzten 50 Jahren kaum Gelegenheit war, dieses Projekt plausibel zu machen, weil entsprechende Zahlen nicht stimmen, weil es keinen besonderen Nutzen für den Verkehr bringt, haben die Befürworter es versucht, in den letzten Jahren in den Bundesverkehrswegeplan zu heben, um die eindeutige Ablehnung in den Gemeinden Salzweg, Tiefenbach und Passau zu übergehen. Allein mit der Positionierung im Ausbaugesetz des Bundes ist beabsichtigt, dieses Projekt in den nächsten Jahren etwa zu verwirklichen. Es ist ein 30-jähriger Widerstand gegen dieses Projekt schon jetzt in Form der Bürgerinitiative Naturjahr Nordtangente Nein formiert. Und wir hoffen, dass wir auch weiterhin unseren Erfolg damit krönen können, diese Strecke zu verhindern. Zum Wohle der Menschen hier vor Ort, der Tier- und Pflanzenwelt und für die künftigen Generationen. Aber wenn die Pläne zur Nordtangente sich wirklich bewahrheiten sollten, sie gebaut würde, dann käme ein Brückenschlag über das Ilztal etwa auf der Höhe dieser Stromleitung über die Ilz. Östlich und westlich davon müssen wir uns dann vorstellen, dass eine dreispurige Bahn mit etwas mehr als 10 Meter Asphalt den Berg hoch bzw. nach unten führen würde. Wenn man sich vor Augen führt, wir haben hier vor den Toren Salzwegs, Tiefenbachs und Passaus ein Naherholungsgebiet, das von allen Anwohnern geschätzt wird, so muss man doch befürchten, dass auch unser touristischer Magnet hier, dieses einzigartige Geotop, diese Pflanzen- und Tiergesellschaft vor Ort, vor Passau, leiden würde und dementsprechend würden all oder ein Großteil der Gäste wahrscheinlich ausbleiben, die angesichts der heftigen Diskussion in den letzten Jahren den Wert des Ilztals auch zunehmend schätzen.